Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Sputet euch, meine Freundin. Falls Erzdruidin Orlight den im Traum erwähnten Säher sucht, sind Laurel und Free in Gefahr. Ich könnte es nicht ertragen, auch noch Laurel zu verlieren. Warum müsst ihr in Vastyr bleiben? Blöde Frage, ne? So gern ich auch an eurer Seite Erzdruidin Orlight stellen möchte, habe ich doch Verantwortung. Ich bin der Erbe des Titels meines Vaters und seiner Pflichten. Von diesem Tag an muss ich zunächst stets an das Volk von Galen denken. Es muss sehen, dass das Haus Mornar noch steht. Sollten wir Free nicht einfach vom Feuersang fernhalten? Kann man denn irgendwo Fries Sicherheit garantieren? Erzdruidin Orlight belagerte Vastyr, um die heiligen Samen zu erlangen. Sie wird auch versuchen, Free in ihre Gewalt zu bringen. Ich vertraue darauf, dass Laurel dafür sorgt, dass Free nicht leicht zu erwischen ist. Doch dadurch ist auch Laurel in Gefahr. Ihr macht euch Sorgen um Druidin Laurel? Ja, natürlich. Laurel ist eine enge Freundin. Ich bezweifle, dass Orlight Free etwas antun würde. Sie meint, dass sie den Geist braucht. Doch wir haben gesehen, wie Orlight mit jenen umspringt, die sich ihrem Streben in den Weg stellen. Ich möchte nicht, dass Laurel Ravals Schicksal erleidet. Was war für den Einsturz der Kathedrale verantwortlich? Natürlich hatte es etwas mit dem Beben zu tun, das wir erlebt haben. Doch warum nur ein Gebäude einstürzte, ich weiß es nicht. Das zeigt, dass der Vulkan immer gefährlicher wird. Raval sagte, es liegt daran, dass der Feuersang seine Pflichten vernachlässigt. Welche Verbindung besteht zwischen dem Feuersangzirkel und dem Feuersangberg? Bis vor kurzem verließen die Feuersangdruiden Yphelon nur selten. Sie kommunizierten mit dem Geist des Feuersangbergs. Sie sangen ihn wieder in den Schlaf, wenn er unruhig wurde. Zumindest brachte es mir die Steinlehre so bei. Der Feuersang tat stets geheimnisvoll, was seine Wacht auf Yphelon anging. Hat Erzdruidin Orlight den Vulkan geweckt? Der Feuersangberg ist schon mein ganzes Leben lang unruhig. Ich frage mich, ob nicht umgekehrt das Regen des Vulkans Orlight erweckt hat. Der Traum von Kasurain erwähnt den Berg. Vielleicht war es das Zeichen, auf das sie wartete. Ja, und wir müssen wieder zurück zum Glimmerbergsee gehen. Da wissen wir doch in etwa, wo er ist. Das ist einmal hier. Da hinten. Okay. Meine Freundin, was gibt es Neues aus Vastyr? Warum sind die Geister dieser Insel so aufgebracht? Ich habe leider keine guten Nachrichten, Laurel. Die Geister überall um uns herum schreien vor Angst und Trauer auf. Selbst Free sagt, er spürt eine Veränderung in den heiligen Samen. Erzählt mir von der Schlacht in Vastyr. Geht es Stefan gut? Ich fürchte, dass etwas Schreckliches geschehen ist. Sir Stefan geht es gut, doch Graf Mornar wurde getötet. Genau wie die Erzdruiden Raval und Ellig. Erzdruide Raval ist tot? Ich wusste, dass etwas falsch gelaufen ist. Die Naturgeister um Glimmerbergsee verhielten sich so merkwürdig. Doch wenn die Erzdruiden tot sind, was ist dann mit den heiligen Samen geschehen? Erzdruidin Orlight hat Raval ermordet und die Samen der Ahngezeiten und der Steinlehre an sich genommen. Fäule und Verdammnis! Free hat mir erzählt, die Samen hätten sich geregt, dass sie sich bewegt haben. Weder mir noch Free fiel ein guter Grund dafür ein. Doch was ist mit Vastyr? Steht die Stadt noch? Wir haben Meeresfürst Nalos besiegt und die restlichen grauen Segel vertrieben. Die Stadt ist im Moment sicher. Wenigstens ist etwas Gutes bei all dem herausgekommen. Doch der arme Stefan. Sein Vater war kein Freund der Druiden, aber er hat uns meist in Ruhe gelassen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Free meinte, den Ruf der Samen zu spüren. Vielleicht kann Free uns helfen, sie zu finden. Als Erzdruidin Orlight die Samen an sich nahm, sagte sie, dass sie und die neue dass sie die neue Druidenkönigin werden würde. Ich wusste, dass es mit der Prophezeiung, dem Traum von Kasurain zu tun hatte. Doch dass sich jemand zum Druidenkönig ausrufen würde, selbst als Erzdruidin, ist unerhört. So sollte das eigentlich nicht ablaufen. Sprecht mit Free. Fragt nach, ob der Geist die Samen noch spürt. Wer führt den Steinlehrezirkel nach dem Tod von Erzdruide Raval an? Ich weiß es nicht. Unsere anderen Erzdruiden starben beim Angriff auf den Drauife. Irgendwann werde ich einen anderen Ältesten oder Erzdruiden von Hochinsel rufen müssen, doch fürs Erste sind wir auf uns gestellt. In der Zwischenzeit tue ich mein Bestes, um uns so zu führen, wie Raval es mich lehrte.
Ja, warum nicht die ganze Zeit über? Was ungezählte Jahre hinweg träumte, erwacht nun. Die heiligen Samen singen zu mir. Da sie jetzt zusammen sind, finden sie ihre Stimme. Sie sagen mir, ich soll zu ihnen kommen. Bald muss ich antworten. Könnt ihr uns zu den heiligen Samen führen, Free? Ihr hört ihr Lied nicht? Ich höre es. Ja, ich kann euch zu den Samen führen. Sie sind mein Zweck. Man kann mich nicht von meinem Zweck fernhalten. Gebunden. Doch gibt es eine Wahl. Was ist euer Zweck? Erzdruidin Orleid aufzuhalten und die Samen zu euch zurückzubringen. Wo sind sie, Free? In Richtung der aufgehenden Sonne. Die Spitze der Insel, wo es erstmals geschah. Ich helfe euch, die Samen zu finden und sie zu bewahren. Bis Krone, Stab und Stulpe erblühen müssen. Die Zeit ist bald. Es obliegt mir nicht, den Samen zu sagen, dass sie nicht wachsen sollen. Dann lasst uns die Samen suchen, Free. Geht's, Laurel-Freundin. In Richtung Sonnenaufgang. In Richtung des Lieds. Ich gehe mit Druiden Laurel. Und wir treffen euch am Heiligtum des letzten Druidenkönigs. Efeuheim. Konntet ihr schon immer die heiligen Samen spüren? Nein. Zuvor waren sie fern, leise, Wispern und Träume. Da die Samen nun zusammen sind, regen sie sich wieder. Sie finden ihre Stimmen, erinnern sich an das, was sie sind, rufen nach mir. Würden die Samen wieder einschlafen, wenn wir sie trennen würden? Samen können nicht entsprießen, selbst wenn ich sie freundlich bitte. Die Samen sind zusammen. Ich glaube nicht, dass sie wieder getrennt werden wollen. Nicht bevor Krone, Stab und Stulpe neu gewachsen sind. Ihr sagtet, ihr hättet eine Wahl. Kann Erzdruidin Orleid euch zwingen, die Samen wachsen zu lassen? Wenn dies die vorhergesagte Zeit ist, werden die Samen wachsen. Wenn nicht, kann keine Macht sie zwingen, wieder ihre Natur zu handeln. Ich verstehe nicht. Habt ihr eine Wahl oder nicht? Es wäre falsch, wenn Orleid Krone, Stab und Stulpe nehmen würde. Schlecht. Doch es wäre auch falsch, das Wachstum zu verweigern, wenn die Zeit angebrochen ist. Wie kann ich zwischen zwei falschen Dingen wählen? Ich habe nicht gelernt, wie man das macht. Geht voraus. Free und ich treffen euch bei Efeuheim. Okay. Efeuheim ist hier unten. Das heißt, dass ich jetzt mal eben... Oh, ich hasse das. Einfach nur durch den Torbogen durch und schon steigt man wieder ab. So, das heißt, dass ich mal eben hier rüberreise. Und hoffe, dass ich einen Weg wirklich finde, der da hinführt. Das ist hier so ein bisschen... Ah, hier unten. Der Feuersang kommt und geht, wie er will. Orleid hackt etwas aus. Seid vorsichtig. Es gibt mehr Feuersang-Druiden hier als erwartet. Erzdruidin Orleid scheint etwas Großes vorzuhaben, wenn sie so viele ihres Zirkels von Yphelon herholt. Seid ihr sicher, dass Erzdruidin Orleid und die heiligen Samen hier sind? Free spürt die Samen im Tal. Nach all dem Ärger, den Orleid verursacht hat, um sie zu bekommen, wird sie sie nicht aus den Augen lassen. Es gibt ein Tor im Herzen von Efeuheim. Ein Ort des Druidenkönigs. Es wurde seit Jahrhunderten nicht geöffnet. Vielleicht ist sie dort. Was ist auf der anderen Seite des Tors? Der Efeu-Thron, laut der Legende. Wo der letzte Druidenkönig Hof hielt. Wenn sie wirklich die neue Königin werden will, ist das ein guter Ort, um damit anzufangen. Ihr und Free überprüft das Tor, während ich den Rest des Tals erkunde. Wir tauschen uns später aus. Alles klar. Free und ich finden diesen Efeu-Thron.
Während ich mich im Rest des Tals umsehe, suchen ihr und Free nach dem Tor zum Efeuthron. Es liegt östlich von hier, fast an der Küste. Wir müssen Erzdruidin Orlight finden und die heiligen Samen zurückholen. Viel Glück, meine Freundin. Und bewacht Free gut. Was genau ist der Efeuthron? Trotz meines langen Studiums der Geschichte des Druidenkönigs Kasorein ist dies eine meiner Hauptfragen geblieben. Ist der Efeuthron eine Metapher? Gibt es einen echten Thron wie den, auf dem Großkönig Emmerich sitzt? Wir haben da einfach keine Gewissheit. Warum wisst ihr das nicht? Weil so viele Aufzeichnungen verloren gegangen sind. Die Druiden wurden mehrfach in unserer Geschichte fast ausgelöscht. Und das Sanktum des Druidenkönigs in Efeuheim blieb seit seinem Tod versiegelt. Seit unzähligen Jahren ist niemand durch dieses Tor getreten. Wenn das Tor nicht geöffnet werden kann, wie konnte Erzdruidin Orlight dann hineingelangen? Wir sollten keine Risiken eingehen. Orlight hat Dinge geschafft, die niemand erwartet hätte. Wenn sie bis zum Efeuthron, oder was auch sonst hinter diesem Tor liegt, gekommen ist, müssen wir es herausfinden. Und Free könnte etwas spüren. So wie in Klohai. Die Samen sind nun alle zusammen. Na, gleich jenseits der alten Steine, die in diesem Tal träumen. Ja, Free. Dann schauen wir mal, dass wir dorthin gehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin die Pfadfinderin von Galen. Das ist ja toll. Aber irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass ich hier gleich sterben werde. Wie komme ich nie wieder hoch? Hallo? Es wäre toll, wenn ich mich hier bewegen könnte. Oder irgendwie einen Weg nach oben finden könnte. Alter, was schießt denn da jetzt auf mich? Geh mir nicht auf den Sack. Ich muss hier einen Weg nach oben finden. Ist es vorbei? Das will ich doch hoffen. Komme ich da hoch? Das sieht mir irgendwie so aus. Wieso kriege ich hier Schaden, wenn ich nirgendwo reinfalle? Ah, sehr schön. Sehr schön. Also seid ihr nicht so blöd wie ich. Ah, hier hinten. Okay. Gut. Geht's noch? Versteck dich nicht so feige da hinten. Komm rüber. So. Und du, Funke, was hast du jetzt in der Zeit gemacht? Die Free läuft hier aber auch sehr eigenartig, ne? Der Thronsaal bleibt verschlossen, Erzdruide. Die Samen werden das Tor nicht öffnen. Wir haben genug Zeit verschwendet. Ich muss nach Öphelon zurückkehren. Setzt alle Druiden ein, die wir mitbrachten. Und findet den Säher. Die Samen müssen wachsen. Ich werde auf dem Efeuthron sitzen, wenn man mich zur Königin krönt. Tja, nur dich krönt keiner zur Königin. Die Samen. Fort. So nah. Und nun doch außerhalb unserer Reichweite. Die Erzdruidin begreift nichts. Man kann den Samen nicht befehlen. Sie müssen gebeten werden. Eingeladen. Ich spüre hier ein anderes Lied. Sehr alt. Es ruft mich. Noch ein Lied? Was meint ihr damit? Vor langer Zeit lehrten sterbliche Hände die Steine dieses Ortes ein Lied. Ein Versprechen. Ein Gruß. Kein Lied für Sterbliche. Ein Lied für mich. Ich muss das Tor im Hügel sehen. Ihr meint das Tor zum Efeuthron? Ja, das versiegelte Tor, von dem Laurel sprach. Das Tor, das die Feuersang-Erzdruidin nicht öffnen konnte. Am Ende dieser Treppe. Das Lied dieses Ortes rief mich. Es muss einen Weg hineingeben. Finden wir ihn. In Ordnung. Lasst uns gehen.
In die Richtung. Verschlossen durch uralte Macht. Doch die Steine singen mir den Schlüssel. Findet die drei Druidensteine in der Nähe und erweckt sie, Laurel, Freundin. Ich rede sofort mit dir, aber ich sehe hier gerade eine Truhe. Bevor jetzt hier gleich irgendjemand anders kommt und ich den wertvollen Inhalt dieser Truhe jetzt nicht sehe. Wahrscheinlich ist da irgendein Scheiß drin, aber... Ja, war ja klar. Okay, Free. Lausch dem Lied, das nur ich hören kann. Findet die drei Druidensteine und erweckt sie. Auf den Hügeln um uns herum. Sucht im Norden, im Westen. Findet, dreht. Dann wird sich das Tor öffnen. Für mich. Das ist ja geil. Die redet von drei Druidensteinen und ich soll im Norden und im Westen suchen. Okay. Ein Lied, das nur ihr hören könnt, hat euch gesagt, wie man das versiegelte Tor öffnet? Ja, Laurel, Freundin. Mächtige Magie verankert durch Druidensteine. Ich höre sie. Sie sind nicht fern. Findet die Steine und erweckt sie. Zwei im Norden, ein im Westen. Ah, okay. Lasst sie wissen, dass ich hier bin. Dann wird das Tor sich für mich öffnen. Und ihr meint, ihr könnt das Tor öffnen, das Erzdruidin Orlight nicht öffnen konnte? Das Lied ist nicht für Erzdruidin Orlight. Es ist für mich. Das Tor wird sich nicht für jeden öffnen. Es wartet auf mich. Kommt, Laurel, Freundin. Helft Free, die Druidensteine zu erwecken. Dann können wir herausfinden, was das Lied mir sagen will. Na schön. Sehen wir uns nach den Druidensteinen um. So, eins im Westen. Das wäre dann... Du siehst mich nicht. Ich muss nämlich noch das wertvolle Platinflöz holen. So, das wäre dann aber einmal hier runter. Oh, nicht schon wieder über Lava. Habe ich jetzt Lava gesagt? Über Lava. Da habe ich keine guten Erinnerungen mit. Was ist hier oben, oder? Wo komme ich denn da hoch? Gar nicht. Das ist wieder so ein blödes Ding, wo man nicht dran vorbeikommt. Macht ihr das mal da hinten? Du hast mich nicht gesehen. Hallo? So, das ist Nummer 1. Das Lied wird lauter. Ich bin überhaupt nicht im Kampf. Das ist eine Lüge. Moment, dann müssen wir hier einmal durch. Oh, jetzt sag mir nicht, ich muss hier den Berg hoch. Kann ich nicht hoch. Muss ich einmal hier rum wahrscheinlich. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Leute, wenn ihr schon so einen blöden Weg macht, dann lasst die Leute auch da hochkommen. Gut, dieser Stein erwacht auch. Muss ich da... Oh, ist das ätzend mit diesen Wegen hier. Wenn ich da jetzt einmal rumgehe... So. Da hinten ist noch was zum Rüberlaufen. Obwohl, ich glaube, da müssen wir gar nicht rüberlaufen. Aber ich muss hier wieder hoch, ne? Oh, ist das ätzend. Ja, nerv mich jetzt nicht.
Absicherung? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, hier hinten muss ich rum. Ah ja, okay, hier muss ich rum. Oh, jetzt geh mir nicht auf den Sack, geh weg. So. Die Steine erwachen. Das Tor ruft nach mir. Geh zum Tor zurück. Ja, wenn ich denn da wieder hinkomme, ohne zu sterben. Moment. Laurel, Freundin. Das Tor sollte sich jetzt für mich öffnen. Aha. Oh, die sind am Leuchten. Das sieht schön aus. Och, geh mir einfach mal aus dem Weg hier. Du auch. So. So. Was willst du jetzt von mir? Hallo, Fri. Walte mal deines Amtes. Gehen wir hinein, Laurel-Freundin. Ich war noch nie hier. Doch es fühlt sich vertraut an. Diesen Stein wurde gesagt, sie sollen sich an König Kasurein erinnern und auf mich warten. Es sagte euch, dass es auf euch wartet. Ihr meint das Lied, das ihr hört? Ja, das Lied ist lauter hier drin. Drängender. Es will seinen Zweck erfüllen. Wie ich. Wie die Samen. Das Lied stammt aus König Kasurains Zeit, aber nicht vom Druidenkönig. Nicht direkt. Erinnert ihr euch an König Kasurain? Ich erinnere mich ein bisschen. Seine Stimme rief mich aus dem Grün. Das Lied seiner Magie, stark und gut. Er gab mich in die Obhut der Wirt, bevor meine Augen sich überhaupt dem Licht dieser Welt öffneten. Sie versorgten mich, während ich träumte, bis der Feuersang mich erweckte. Ich erinnere mich, wir haben euch in Hochfels gerettet. Doch was meint ihr hier zu finden? Verständnis. Ich wurde beschworen, um die Samen sprießen zu lassen. Krone, Stab und Stulpe. Doch ich weiß nicht, warum König Kasurain sie schlafen ließ. Wie kann ich also wissen, wann ich sie erwecken soll? Erkunden, lernen. Ich folge euch. Nun gut, lasst uns gehen. Das Lied, das ich in diesen alten Steinen spüre, es kommt von irgendwo dort vorn. Wir sollten weitergehen, erkunden, lauschen, lernen. Was könnten wir sonst noch hier drin finden? Ich spüre Geister, die aus dem Grün gerufen wurden, gebunden an die Gestalt von Faunen und an finsterere Gestalten, um diesen Ort zu schützen. Sie kennen mich womöglich nicht. Sie haben eine sehr lange Zeit gewartet, sich selbst vergessen und sind wild geworden. Seid vorsichtig, Laurel, Freundin. Okay. Hier war ein Bär, wenn ich das richtig sehe. Das Lied ruft nach mir. Berührt den Funken, Laurel, Freundin. Was für einen Funken. Willkommen, Seher des Traums. Ich bin Ivan, Lehrling des Druidenkönigs. König Kasurain trug mir auf, mich auf diesen Tag vorzubereiten. Folgt diesem Gang zum Efeu-Thron. Okay. Der Lehrling des Druidenkönigs? Er ist der Singer des Liedes. Er wird uns führen. Diese Kreaturen wurden gerufen, um diesen Ort zu schützen. Sie sind wild geworden. Ungezügelt. Alter, was war denn das? Braucht nicht sauer sein. Ich bin bald wieder weg.
Guten Tag. Die haben ja ein bisschen was von Schweinen, ne? So von der vom Gejammer hier. Was ist denn hin? Hallo? Free? Auf dieser Steintafel steht Karl Sorains letzter Traum. Finsterer Verrat, gefolgt von Samen der Hoffnung. Wir bestraften die Schuldigen, tilgten ihren Namen. Um zu heilen, vergaßen wir. Doch der Seher muss sich erinnern, betretet den Garten. Free! Achso. Habe ich mich jetzt erschrocken, als sie plötzlich neben mir aufgetaucht ist. Warum hat das Lied mich hergeführt? Berührt den Funken, Laurel, Freundin. Jetzt weiß ich, an wen die mich erinnert. Die läuft so ein bisschen wie der C-3PO aus Star Wars. Ich habe einen Kessel vorbereitet und drei Kräuter in diesem Garten gepflanzt. Der Seher kennt das Elixier von Ifris Gedanken. Mischt, trinkt und seht, was ich an jenem Tag sah, als der Druidenkönig starb. Ich sehe und erinnere mich an dieses Elixier. Kommt, sprecht mit mir, Laurel, Freundin. Der Älteste hat diesen Tag vorhergesehen, an dem mich sein Lied anziehen würde. Und dass ich nicht allein sein würde. Dieses Elixier, es ist das gleiche wie ein Trank, mit dem die Wirts mit mir in Verbindung traten, als ich schlummerte. Er verbindet das Jetzt mit dem Damals. Das Hier mit dem Dort. Das Elixier, wisst ihr, wie man es herstellt? Obwohl ich schlummerte, erfuhr ich viel in meiner Zeit bei den Wirts. Sie tranken das Elixier und hielten Zwiesprache mit mir. Lehrten, sprachen, lauschten. Sammelt Kräuter aus jedem Teil des Gartens und ich werde das Elixier erschaffen. Was wird das Elixier bewirken? Es wird uns zeigen, was die Ältesten uns zeigen wollten. Wir werden ein Traum werden, eine Erinnerung. Und so werden wir uns erinnern. Doch ihr seid es, die es trinken muss. Nur ein sterbliches Gefäß kann sterbliche Erinnerungen verstehen. Ich werde sie auch sehen. Durch euch. Ich sammle die Kräuter. Okay, da sind schon mal welche. Totenglocke. Geschmack, der einen mit offenen Augen träumen lässt. Fingerhut. Nur ein Hauch schwächt die Grenze zwischen jetzt und damals. Faunzunge. Ein mächtiger Schutz gegen das Böse. Gut. Platziert die... Etwas anderes wird gebraucht. Etwas von mir. Jetzt trinkt. Gemeinsam wandeln wir durch die Erinnerungen des ältesten Ivan. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.